Der Zentralfriedhof, die Totenstadt der Wiener. Ein stetig gewachsener Ort der Ruhe und des Glaubens, errichtet unter der Regierung von Kaiser Franz Josef I. Im Jahr 1750, zu Beginn der Regentschaft von Kaiserin Maria Theresia, lebten erst etwa 175.000 Einwohner in Wien. Hundert Jahre später waren es bereits 516.000. Die bestehenden kleinen Friedhöfe der Stadt und der Umgebung konnten die Toten der Haupt- und Residenzstadt nicht mehr aufnehmen. Auch wollten die Pfarrer, die großteils die Friedhöfe betreuten, eine Erhöhung der Grabgebühren. Der Wiener Gemeinderat musste eine Entscheidung treffen. Am 24. November 1863 wurde beschlossen, einen neuen Friedhof auf Kosten der Gemeinde zu errichten. Ein eigener Friedhofsausschuss sollte verschiedene Angebote einiger umliegenden, damals noch nicht zu Wien gehörenden Gemeinden prüfen. Geologisch, nach Größe und Entfernung zur Stadt. Schließlich siegte Kaiser Ebersdorf und am 22. Dezember 1869 genehmigte der Gemeinderat den Ankauf. Es wurde ein allgemeiner, für alle Konfessionen zugänglicher Friedhof mit verschiedenen Abteilungen. Auch mit Ehrengräbern für Künstler, Forscher, Politiker und Architekten. Dieses österreichische Pantheon entstand durch die Zusammenführung berühmter Verstorbener von anderen Friedhöfen. So sollte der nicht gerade attraktive Zentralfriedhof zu einem beliebten Anziehungspunkt für die Wiener gemacht werden. Auch für die großen Musiker und Komponisten wurden Ehrengräber errichtet. So findet man hier die Gräber von Beethoven und Schubert, die ursprünglich am Währinger Friedhof begraben waren. Selbst heute noch wird mit Ehrfurcht ihrer gedacht. Johann Strauss, der Walzerkönig, ist von Engeln mit Violinen umgeben. Brahms sinniert mit Bart und ernster Miene. Und Wolfgang Amadeus Mozart grüßt nur von seinem Denkmal, denn begraben ist er am St. Marxer Friedhof. Auch große österreichische Künstler der Jetztzeit, wie Udo Jürgens, haben hier ein Ehrengrab bekommen, um ihre großen Verdienste zu ehren. Ehrengräber werden in der Regel, abgesehen von wenigen Ausnahmen, nur am Zentralfriedhof vergeben.
und zwar auf Friedhofsdauer. Die Stadt Wien übernimmt dabei sämtliche Gebühren und auch die Pflege des Grabes. Ein Beirat bemüht sich um die richtige Auswahl, doch in letzter Instanz entscheidet der Wiener Bürgermeister. Im Zweiten Weltkrieg erlebte auch das Reich der Toten eine schwere Zeit. Doch inzwischen sind die Wunden wieder verheilt. Die Sehenswürdigkeit der Stadt ist nach Ohlsdorf bei Hamburg der zweitgrößte Friedhof Europas. Vom Haupttor führt eine breite Allee direkt zur mächtigen Gedächtniskirche, die dem heiligen Karl Borromäus geweiht ist. Am 11. Mai 1908 erfolgte die Grundsteinlegung zum Bau der Kirche. Architektur und Inneres ähnelt der Wiener Steinhofkirche, ist aber wesentlich wuchtiger. Die historisch-architektonische Linie des nach dem damaligen Wiener Bürgermeister auch Karl-Lueger-Gedächtniskirche genannten Sakralbaus stellt einen der bedeutendsten Jugendstilbauten von Wien dar. Vorbild könnte Hagia Sophia, Petersdom oder Karlskirche gewesen sein. Neben Jugendstil sind auch Elemente ägyptischer Baukunst erkennbar. Die Oberkirche liegt 3 Meter über dem Niveau des Friedhofs. Und darunter befindet sich die als Gruftanlage dienende Unterkirche. Durch die einrahmenden Rundarkaden wirkt die gesamte Anlage wie ein großer Platz. Die langen Arkaden enthalten 70 Grüfte und 768 Kolumbarnischen. Die katholische Kirche ist anteilsmäßig die größte hier vertretene. Doch der Zentralfriedhof ist die letzte Ruhestätte für Menschen aller Religionen. Eingebettet in eine Parkanlage mit beeindruckender Flora und Fauna. Die Totenstadt der Wiener.